Jeder Architekt braucht ein gutes Fundament und deswegen brauchen wir auch eine gute Basis für unseren Kranz. Ich nehme immer sehr, sehr gern zwei Strohrömer. Zwei Strohrömer sind, finde ich, ja, oder ich sage es andersrum, Höhe macht wertig, ist immer mein Spruch. Und deswegen zwei Strohrömer, damit wir eine schöne Höhe bekommen, weil wenn die Kerzen nachher drauf kommen, dann ist das natürlich eine richtig schicke Arbeit, richtig ansprechend. Aber diese Strohrömer, die müssen natürlich miteinander fixiert werden. Und was ich dann mache, ich gehe einfach her, gehe mit Heißkleber großzügig, ja, ruhig schön, schön dick mit Heißkleber klebe ich diese Strohrömer aufeinander. Ich muss die gar nicht miteinander verdrahten, ja, das ist also einfacher mit dem Heißkleber, weil wir wickeln ja auch gleich noch das Moos darum herum und dadurch können die ja eh nicht mehr auseinander. So, jetzt sind die zwei Strohrömer schon mal schön miteinander fixiert, sind eine tolle feste Basis. Man merkt, man kann eigentlich mal draufklopfen und gucken. Ja, und jetzt kommt das Moos und das muss also nicht unten rum gewickelt werden, sondern wenn ich das so drüber lege, ja, sodass es eben bis an den Rand geht, mal unten setze ich ja eh diesen Adventskranz dann auf einen Teller oder auf ein Tablett. Die wenigsten machen es direkt auf den Tisch. Oder wenn man einen empfindlichen Tisch hat, kann man natürlich noch ein bisschen Filz drunter kleben. Also das kann jeder dann machen, wie er will. Ich bin hergegangen und habe den Draht einmal drumherum und verdrehe den Draht einmal, sodass ich, dass der schon mal eine feste ja, Anfangsfestigkeit gibt. Das lose Ende, das schneide ich einfach ab von dem Draht. Natürlich mit meiner Drahtschere, nicht mit der Gartenschere. Und jetzt kommt ein bisschen Fleißarbeit. Jetzt gehen wir einfach her und legen Moos an. Jetzt habe ich mir also eine richtig schöne Kiste Moos hier bereitgestellt. Legen das Moos an, so dass es innen und außen der Kranz richtig schön abgedeckt ist mit dem Moos. Überall und immer auch der Tipp für die Anfänger, nicht den ganzen Kranz mit dem Moos schon belegen, sondern einfach immer Moos in die Hand nehmen. Dafür für die Stellen, an denen ich gerade am Wickeln bin. Weil garantiert, wenn ich da drüben jetzt schon was hinlege, dann kann ich das ja nicht alles festhalten. Ich habe ja keine fünf Hände, ja, ich habe nur zwei. Und ich muss natürlich die, ja, den, ich sag jetzt mal, die Arbeitskraft von meinen Händen gut nutzen. Und deswegen konzentriere ich mich immer, dass es an der Stelle, wo ich gerade am Arbeiten bin, schön fest ist. Ich wickle auch relativ eng die Streifen, so dass ich eine gewisse Festigkeit habe, weil Moos neigt ja auch dazu, so ein bisschen zu fisseln. Ja, und deswegen, genau, ich sehe auch schon schön aus immer. Aber das gehört zum Beruf. Das macht nichts aus. Ja, und es macht auch ein bisschen Dreck. Aber da macht man sich drauf gefasst, wenn man so eine Arbeit macht. Und das gehört einfach zum Werkeln dazu. So. Und genau so wird jetzt einfach ringsum, wie sieht man, da hat man auch mal ein paar helle Stücke, ja, ein bisschen hellbeige. Gibt es natürlich dann gleich noch nachher einen kleinen Trick von mir. Ich habe es schon bei den Materialien genannt, wenn das Moos ein bisschen beige ist, dann gehe ich nachher einfach her und werde diese beigen Stellen, werde die mit Moosspray ansprühen, so dass die wieder schön grün werden. Und das muss jetzt auch, nicht total akkurat sein, weil auf dieses Moos kommen natürlich eh nachher noch die Zapfen drauf. Wenn ich merke, dass ich hier so eine kleine Delle habe, dann kann ich noch mal ein bisschen was drauf wickeln. Ja, hier habe ich gesehen, so dass ich natürlich eine schöne Form bekomme. Und ich wickel immer gern von innen nach außen. Ja, dann kann man immer schön noch mal ziehen. Und dadurch, dass ich ja jetzt auch den Draht und das Moos um diese Strohrömer rumwickle und sind sie eh fest verbunden. Und deswegen sagte ich auch eingangs, dass das Aufeinanderkleben mit Heißkleber natürlich völlig ausreichend ist.
diese zwei Strohrömer miteinander zu verbinden. Mehr ist also nicht nötig. Auch mal darauf achten, dass es keine Löcher gibt, sondern dass alles schön gleichmäßig abgedeckt ist. Und man braucht schon, wie man hier sieht, ich habe eine ganze Kiste, aber man braucht schon ein bisschen was, ja, weil es ist, das sind doch, ist ein bisschen Fläche, was man abdeckt. Und schön ist natürlich, wenn dieses Moos so toll flächig ist. So, jetzt bin ich hier gerade am Wickeln. Ist auch immer schön, wenn sowas bei mir passiert. Habe hier ein Loch. Ja, und ich kann hergehen, wenn ich sage, oh, ich habe nicht so viel, ich habe gar nicht so viel, der kann gar nicht so viel in der Hand halten. Dann klebe ich einfach mit ein bisschen Heißkleber den kleinen Flicken hier drauf und gehe danach nochmal mit einem Wickeldraht drüber. Wenn das kein Problem ist, das in den Händen zu halten, dann kann ich das auch ohne Heißkleber machen. Also das kann jeder völlig flexibel handhaben. Und deswegen ist es auch egal, ob das ein Anfänger ist oder ein Fortgeschrittener. Das ist jetzt also keine schwere, keine diffizile Arbeit. Und das ist einfach nur ein bisschen Fleißarbeit, dieses Moos schön auf den Strohrömer zu wickeln. Das sieht doch jetzt alles schon ganz gut aus. Jetzt haben wir also einen richtig schönen Mooskranzkörper, der eine tolle Basis darstellt. Kommt natürlich wieder das altbekannte Problem. Ich bin hier mit meinem Draht, habe ein Drahtende und möchte es natürlich fixieren. Nehme den Finger, mache mit dem Finger eine Schlaufe und gehe mit dem Draht wieder zurück, da wo ich herkomme aus der Richtung. Und da ich jetzt an der anderen Seite am Strohrömer hochkomme, habe ich jetzt eine Schlaufe und einmal den Draht. Und dann nehme ich das Ganze und verdrehe den Draht miteinander. Und schon habe ich den Verschluss selbst gemacht. Mit der Drahtschere abgeschnitten. Und dann die Enden immer ein bisschen runterdrücken. Weil wenn man sonst reinfasst in den Draht, das piekst einfach. Und das ist ein bisschen unangenehm. Muss nicht sein. Und so habe ich jetzt einen tollen, richtig tollen Mooskranz. Falls hier wirklich nochmal ein Eckchen an irgendeiner Stelle nicht mit Moos gewickelt sein sollte, ja, man kann das jetzt von unten angucken. Also man wird natürlich immer, wenn man genau schaut, wird man natürlich immer nochmal ein Stückchen finden. Ja, und so kann ich jetzt zum Beispiel diese kleine Ecke, dann kann ich nochmal tricksen und nehme ein kleines Stückchen Moos. Vorsicht mit Heißkleber arbeiten ist ein bisschen tricky. Das heißt, wenn man mit Heißkleber arbeitet, ich nehme das Moos, ich petze das, ja, ich kneife das so mit den Fingern zusammen, sodass ich ein komprimiertes Stückchen habe. Und wenn ich jetzt den Heißkleber drauf mache und öffne das, sodass dann dass das Moos dann wieder auseinander geht. Ziel ist, ich möchte mal den Heißkleber natürlich nicht auf meinen Fingern haben, sondern der Heißkleber soll ja auf dem Strohrömer sein. Ich hatte hier so zwei Stellen gesehen, da habe ich gedacht, naja, so eine Kleinigkeit kann doch dran. Oder du arbeitest einfach mit Handschuhen. Ja, das ist natürlich dann die Alternative, weil Brandflecken sind sehr unangenehm, passiert mir leider auch immer wieder. Aber man kann das auch vermeiden. Indem man Handschuhe anzieht und dann kriegen die halt ein bisschen Heißkleber ab, aber der lässt sich auch ganz leicht wieder abzupfen. Und wer jetzt noch so eine kleine Korrektur vornehmen will und sagt, da ist aber das Moos beige oder machen und
wem das vielleicht hier jetzt nicht grün genug ist, wobei das, glaube ich, danach kein Mensch mehr sieht, der kann hergehen und sagen, jetzt tricksen wir einfach. Oder wenn du überhaupt nicht so schönes grünes Moos hast, kann ja auch sein, dass es schon beige ist, dann gehst du her, nimmst Moosspray und dann, sag mal, schütteln, dann wird es einmal gut geschüttelt. Das darf auch drin verwendet werden, das ist schnell trocknend und dann, also das heißt aus 30 cm Entfernung, und dann kann man einfach ein bisschen sprühen und kann die Stellen, die nicht so grün sind, die werden einfach grün gesprüht. Trick 17. Und schon haben wir einen wunderschönen grünen Mooskranz. Wie das Kapitel schon heißt, es geht jetzt an die Zapfen. Und hier gibt es natürlich einen ganz besonderen Trick. Also die Strobuszapfen, diese großen Zapfen, die würde ich auf jeden Fall empfehlen, dass die dabei sind, weil die machen unheimlich viel Stimmung in diesem Kranz. Und die Zapfen sind natürlich relativ dick. Das heißt, wenn ich jetzt so den Zapfen so anlegen würde, dann ist er einfach zu dick und zu mächtig in diesem Kranz. Und das ist natürlich schöner dann, wenn ich passend zu den anderen, zu den kleineren Zapfen, ja, dann hätten die einfach zu viel Höhendifferenz. Und um das anzugleichen, kommt jetzt ein richtig super schöner Trick, und zwar, ich teile die Strobuszapfen. Cool, oder? Ja, und ich habe schon ein bisschen Vorarbeit geleistet, aber ich zeige das natürlich jetzt auch, wie das geht anhand von einem. Und zwar, ich nehme den Strobuszapfen und schneide in der Mitte, ja, schneide einfach in die Mitte rein. Und also es klappt nicht immer, aber ich hoffe, das klappt jetzt. So, und gehe dann rein in die Mitte und spalte diese Mitte. Und der Strobuszapfen, der hat so eine Ader. Ja, und dann da, durch dieses Teilen teilt sich dieser Zapfen an der Ader. Und die Schuppen, die bleiben außen, und von außen sieht das also aus, als ob überhaupt nichts passiert wäre. Ja, und also diese Strobuszapfen, wie gesagt, die empfehle ich auf jeden Fall, was auch immer du für Zapfen dazu machst. Und sehr schön ist dann in dem Kranz, wenn die Strobuszapfen nicht stehen wie die Soldaten, sondern es gibt dem Kranz mehr Ruhe, wenn die liegen. Ja, dann kann ich die ja mal so ein bisschen hoch und runter laufen lassen. Und ich klebe die immer dran, also da würde ich jetzt empfehlen, einfach mal für die Hand, mit der man klebt, ja, weil ich zeige das jetzt auch so, wie du das auf jeden Fall nachmachen kannst. Hier würde ich einen Handschuh anziehen, aus dem ganz einfachen Grund, wenn du jetzt den Heißkleber auf dieser Blattader verteilst. Ja, ich habe das jetzt schon sehr oft gemacht, aber auch ich bin vor Verbrennungen vom Heißkleber nicht gefeit. Dann kann es auch sein, dass mal ein Tröpfchen nach unten durchläuft. Und dann hast du natürlich den Heißkleber auf der Hand. Das ist einfach schmerzhaft. Und dann, wenn man jetzt den Heißkleber drauf hat, den Zapfen kleben und richtig schön fest andrücken. Ja, also nicht nur leicht dran halten, sondern fest andrücken. Und dann sitzt er auch ganz toll auf dem Moos. Und das Gleiche macht man jetzt mit den anderen, die müssen jetzt nicht kreuz und quer laufen, aber man kann schon gucken, dass man so eine gewisse, ja, eine Füllung, ne, dass man diesen Kranz schön füllt. Und auf jeden Fall zuerst die großen Zapfen kleben. Ja, die großen Zapfen, warum? Natürlich, weil wenn man, dann kann man die Lücken mit den kleineren Zapfen und dann natürlich auch mit den Nüssen. Ach, Nüsse ist ein gutes Stichwort. Die Nüsse. Genau, Zapfen und Nüsse habe ich jetzt einfach in diesem einen Kapitel zusammengefasst. Und die Nüsse, Moment, die kommen jetzt auch noch dazu. So, die habe ich hier noch dabei. Sorry, ansonsten habe ich mich eigentlich super vorbereitet. So, und man sieht hier gut festhalten, weil wenn ich nicht da bin, hebt er schon wieder ab. Aber wenn er einmal abheben will, kann man auch einfach noch mal einen Tick Heißkleber drauf machen, noch mal dran halten und schon ist er wieder fest. So, immer, was ich immer mache, ist erstmal probieren und den Zapfen auch gern so ein bisschen so biegen, dass der natürlich auf diesem Strohrömer schön sitzt, und dann erst den Heißkleber drauf. Ja, also ich brauche immer zuerst einen guten Platz für diesen Zapfen,
So, mein Halsklebepistole braucht auch wieder Munition. Dann den Stick einfach hinten einstecken und weiter geht's. Ja, also immer erstmal eine gute Position für den Zapfen suchen, lang genug andrücken, schön geduldig festhalten und auch die verschiedenen Zapfen, ich habe jetzt hier bewusst die gelackten Zapfen, die gekauften Zapfen gemischt mit den selbst gesammelten Zapfen. Also ich möchte gern beide verwenden und ich finde einfach diese Mischung, dieser Materialmix, der macht dann unheimlich viel aus. Ja, hier sieht man auch, dass das so schön ist, wenn dieses etwas silbrige, natürliche Zapfen, ja, neben diesem gelackten ist. Mein Spruch ist immer, das Auge soll auch was zu tun bekommen. So. Und, ach, der legt sich schon ganz toll da drüber. Das ist sehr, sehr schön. Und dann kann ich eigentlich schon mal, das erste Mal, hier habe ich also eine schöne Lücke. Da nehme ich jetzt einen Douglasienzapfen. Der passt hier wunderbar rein. Und wie immer, erstmal testen, ob er passt. Ich kann den Kranz gern noch ein bisschen drehen. So, erstmal testen, ob er gut passt. Und dann reinmachen und fest eindrücken. Power. Also, keine Streicheleinheiten sind bei dem Kranz nicht erwünscht. So, und hier sieht man auch, hier habe ich nicht lang genug festgehalten. Super, dass sowas im Video passiert. Der Heißkleber war noch heiß, man merkt, ich halte ihn jetzt dran und er ist schon wieder, er ist dran. So, jetzt können wir auch hier mal die Wellingtonia-Zapfen mit ins Spiel bringen. Diese schönen runden, da habe ich jetzt einen tollen Platz dafür. Die auch auf jeden Fall besonders fest andrücken, dass diese Rundung schön reingeht. Ich zeige mal hier, also ich mache schon relativ viel Heißkleber drauf. Und damit es auch ordentlich hält, also nicht nur so befeuchten, sondern schon mit der Heißklebepistole, also 3-4 Mal Gas geben, auch allein für diesen kleinen Wellingtonia-Zapfen, muss ich schon ein bisschen was drauf machen, dass das auch dann hält und dass das auch nach was aussieht. Hier habe ich jetzt noch einen kleinen Platz. Das eignet sich wunderbar für eine Walnuss. Die passt sehr schön hier rein. Und da unten habe ich auch noch so einen schönen kleinen Platz. Da können wir zum Beispiel noch eine Haselnuss reinmachen. Es ist wirklich, dieser Kranz ist wirklich Natur pur. Es ist herrlich. Ich liebe Natur. Ich bin kein Freund von Kitsch. Und ich liebe es, wenn man diese vielen natürlichen Materialien zusammen so gestaltet und kreiert. Und ja, eigentlich im Grunde genommen jetzt, diese Seite ist schon mal sehr, sehr schön abgedeckt. Ja, man kann auch die Zapfen mal runterlaufen lassen, mal hochlaufen. Also wirklich diese verschiedenen Richtungen der Zapfen, ja, mit den Formen und auch mit den Farben spielen. Es ist ein herrliches, gestalterisches Spiel, das man da spielt. Nicht zu hoch dekorieren, auch mit den Zapfen, weil wir müssen ja auch noch die Kerzen drauf machen. So, jetzt habe ich hier unten einen schönen runden Platz. Was wir noch gar nicht haben zum Thema rund ist, wir haben noch keine Kiefernzapfen. Der passt also sehr schön hier rein. Also du siehst, ich entscheide wirklich situativ, welcher Zapfen jetzt wo passt und an welchem Platz der am besten. Ich mache eine relativ große Stelle, schon so fast wie 2,5 Daumen ungefähr, benetze ich mit dem Heißkleber, damit es gut abgedeckt ist und auch gut klebt. Hier sehe ich schon wieder das nächste Löchlein, in das bestimmt eine Haselnuss rein will. Das passt dann sehr, sehr gut, weil daneben ist ja schon eine Walnuss. Nehmen wir mal eine Haselnuss zur Abwechslung und damit diese schöne helle Fläche außen ist, gehe ich an die Spitze mit dem Heißkleber und hier ist es natürlich am allerbesten, dass ich Handschuhe anhabe. Das ist sehr, sehr, sehr ratsam. Da unten ist noch ein kleiner Platz, ein Eckchen. Da würde ich dann einen Douglasienzapfen nehmen.
gibt auch sehr schöne, bei Floristik24 habe ich auch gesehen, sehr schöne gebleichte Zapfen. Wer also mehr Farbenspiel bei den Zapfen haben möchte, gern, der kann auch gebleichte Zapfen kaufen. Die haben dann so ein helles Beige. Ist auch sehr interessant. Habe ich jetzt nicht da, aber zeige ich ja auch noch in dem Video, wo bekommt man die Zapfen und wo bekommt man die Materialien her. So, immer lang genug festhalten. Also 10 Sekunden Zeit nehmen kann nicht schaden. Und der erste Teil, die erste Rundung ist schon, ja, sieht doch schon sehr gut aus. Man sieht, jetzt kann ruhig mal wieder ein gelackter Zapfen. Hier oben auch mal was Rundes rein. Da würde ich auch mal einen schönen Wellingtonia-Zapfen nehmen. Je dicker der Zapfen, desto fester muss ich natürlich auch manchmal andrücken, damit er wieder sich einfügt und damit es von der Rundung her einen Durchmesser ergibt. Ich suche nach Worten, ja, einen Durchmesser. Und damit es ein stimmiges Bild abgibt. Das ist ganz wichtig, dass die gut zueinander passen. Und desgleichen nehmen wir dann wieder einen Strobuszapfen. Die Strobuszapfen sind doch tatsächlich die nehmen die meiste Fläche ein, aber sie haben auch so wunderschöne Schuppen und sind so wunderschön flächig. Ja, also man sieht hier ist ein gutes Beispiel, dass die nächste Heißklebepatrone, also diese sogenannten Lime-Sticks, so werden sie genannt, wenn man bestellt bei Floristik24. Also ich brauche schon für diesen Kranz, kann ich schon rechnen, 5, 6 Leimpatronen kann ich mindestens rechnen, wenn ich diese Zapfen hier anklebe. Das ist dann auf jeden Fall vonnöten, um auch die adäquate Menge, weil die können sogar auch einzeln gekauft werden, habe ich gesehen. Ich habe natürlich genau geguckt, bevor ich dieses Video mache. Und also wenn du einzeln bestellst, ich würde mal auf jeden Fall 20 Stück bestellen, weil vermutlich bleibt es natürlich nicht bei einem Zapfenkranz. Wenn du schon mal so geübt bist und damit angefangen hast, machst du vielleicht noch einen für die Mama oder für die Schwester oder für die Freundin. Und das ist natürlich nicht nur ein tolles Werk für einen selbst zu Hause, sondern das ist natürlich nebenbei auch noch ein ganz tolles vorgezogenes Weihnachtsgeschenk, das man damit machen kann. Und ich gehe von den Richtungen her bewusst auch mal ein bisschen wieder gegenläufig. Also nicht, dass alle jetzt nur so parallel hoch angelegt werden. Das macht es etwas interessanter und belebter und das ist für das Auge ist das schöner. Den gehe ich jetzt bewusst nochmal hier hoch, weil ich habe ja auch noch schöne Zapfen, mit denen ich jetzt wiederum dieses kleine Eckchen füllen kann. Dann nehme ich jetzt natürlich keine Wellingtonia, sondern dann nehme ich wieder einen hübschen Kiefernzapfen. Ich habe das vorher nicht ausprobiert. Ich mache das einfach alles intuitiv. Guck mir das an und dann überlege ich, was da dazu passt. Ja, und desgleichen wird der ganze Kranz ringsum gestaltet. Das kann man natürlich erstmal alle Heißklebefäden entfernen. Die sehen dann aus wie so Spinnweben. Wer noch nicht mit Heißkleber gearbeitet hat, hier sieht man, also das ist völlig normal.
Und die muss man erstmal abziehen. Man sieht die dann so im Licht. Der Heißkleber zieht immer Fäden. Das ist normal. Aber wenn man die dann alle abmacht, am besten sieht man sie natürlich im Sonnenlicht, ja, mal bei Tageslicht dann draußen angucken, den Kranz, und kontrollieren, dass die schön runter sind. Ja, und genau, jetzt kommt mal so die Endkontrolle. Wenn man irgendwo noch eine kleine Lücke sieht, kann man auf jeden Fall nochmal mit einem Nüsschen nacharbeiten oder mit einem kleinen Zapfen. Aber ansonsten denke ich, ist der Kranz jetzt sehr schön gefüllt und gestaltet. Und ich drehe ihn einfach mal ein bisschen, um ihn zu zeigen. Entschuldigung, ist gar nicht so einfach in der Hand zu drehen. So. Und genau, ich sprach's und schon fällt er raus. Aber man sieht daran auch, er ist schön stabil. Es macht dem also nichts aus, wenn man den mal ein bisschen ruppiger anfasst. Und das ist auch das Schöne, dass es so eine robuste, tolle Arbeit ist. Ganz wichtig, ich habe es am Anfang gesagt, ich sage es am Schluss auch nochmal, ganz wichtig ist, immer wenn man die Zapfen anklebt, richtig feste drücken, ja, dass die so richtig gut an dem Moos kleben. Und deswegen war es auch wichtig, das Moos fest zu wickeln, da, und dann fest auf das Moos kleben, drücken, damit es auch gut klebt. Und jetzt haben wir eine tolle, stabile Zapfenbasis. So einen schönen Kranz ist das eine, denke ich, wirklich tolle Anleitung, und ich würde mich freuen, wenn du in meiner Online-Floristikschule weiterschaust.